Abwechslung davon können ab und zu die üblichen PR-Termine geben, die jeder Profi absolvieren muss. Aber, und da wird Thomas uns jetzt noch was vortragen, dabei kann es auch gelegentlich recht skurril werden. Patrick Femerling, jeder Profi bei Alba Berlin hat drei PR-Termine in der Saison. Und Patrick ist in ein Möbelhaus gegangen, wo das Maxi-Bett präsentiert wurde oder so ähnlich. Bitte schön. 3 Wochen nach seiner Verletzung waren Femerling und ich im Möbelhaus Höffner in Berlin-Marzahn. Heute war der zweite von 3 Samstags-Promotion-Terminen, die Femerling in dieser Saison zu absolvieren hatte. Es ging um die Präsentation eines riesigen Betts in Alba-Farben. Femerling trug noch immer den klobigen Schutzstiefel, aber er hatte sich an das stillgelegte Fußgelenk gewöhnt. Er hatte sich die Achillessehne angerissen. 3 Männer in identischen dunklen Anzügen und roten Höffner-Krawatten begrüßten uns am Hintereingang des Möbelhauses. Der Marktleiter, der Leiter der Bettenabteilung, der Marketingleiter. Alle trugen die gleichen Bärte und die gleiche Frisur. Es kam zu freundlichen Worten und jovialem Schulterklopfen. Femerling setzte sein höfliches Lächeln auf und schüttelte die angebotenen Hände, weil Händeschütteln ein Teil des Profilebens ist. Man traut sich gar nicht zu fragen, sagte einer der Männer. Fragen Sie einfach, sagte Femerling. Wie groß sind Sie? Femerling lächelte, die 3 identischen Männer lachten und eskortierten uns durch die Katakomben. Der Marketingleiter oder Marktleiter lief voraus, dann Femerling, dann die anderen beiden. Femerling bückte sich unter Türrahmen und Deckenverkleidung hindurch. Für so jemanden ist das Leben sicher nicht einfach, sagte der Erste, und der Zweite nickte zustimmend. Für so jemand, flüsterte der Dritte, muss das Leben fürchterlich sein. In der Bettenabteilung standen die Fans Schlange. Es gab Alba-Basketbälle, Alba-Kissen, Alba-Fahnen. Es gab riesige Femerling-Pappaufsteller, Femerling-Poster, ein Femerling-Gewinnspiel. Es gab Glücksrad. Ein paar Cheerleader begrüßten den Kapitän. Endlich gibt es Betten, die uns gewachsen sind, stand auf einem Poster. Das Alba-Bett war eine Sonderanfertigung und stand mitten im Möbelhaus, ein Monstrum in Türkis und Gelb, 240 mal 240. Der Albatros, das Berliner Maskottchen, saß auf der Bettkante und ließ sich fotografieren. Einer der Männer winkte dem Moderator, einem solariumverbrannten Mitvierziger mit Hansi auf dem nahen Schild. Er trug bunt karierte Cowboystiefel und schweren Silberschmuck. Der Kapitän persönlich, annoncierte er in sein kabelloses Mikrofon. Patrick Femerling, ein ganz großer Typ. Hansi betonte jedes Wort, als wäre es das wichtigste Wort des Satzes. Er hatte eine Losbudenstimme, einen Autoscooter-Tonfall. Das ist ja einfach der Hammer hier und heute. Er hob den Daumen und führte uns zu einem vorbereiteten Tisch. ZZ, meine Damen, sagte er. Zügig, zügig. Femerling schüttelte Hände, lächelte und schrieb in aller Ruhe Autogramme. Für den lieben Bernd zum Geburtstag, schrieb er, und für Martina. Ein Koch in Küchenuniform stand in der Schlange, rotes Halstuch, Blutflecken und das Firmenmännchen auf der Kochbrust. Ein paar Türkenjungs drängelten sich vor. Katja von der Beek war auch hier wieder dabei und wartete geduldig. Femerling führte den ewigen Größendialog. Er schluckte die Kommentare zur Saison. »Ihr müsst mal gewinnen, Alter, ihr seid Berlin-Digger«, sagte ein 12-Jähriger mit Lederjacke und Schnurrbart. Alter, wenn ich so groß wäre wie Sie, würde ich den so stopfen. Boom! Femerling wurde ein Piccolo angeboten, aber er blieb beim mitgebrachten Kaffee. Manchmal zeichnete er seinem Gesicht auf der Autogrammkarte Brillen und Schnurrbärte und Augenklappen. Ich hielt mich abseits und schrieb mit. Ist das dieser Nowitzki? Fragte eine ältere Dame, die eine Zonenschaummatratze probelag. Nee, sagte ihr Mann, Nowitzki ist handballglobig. Ein schwerer, rotgesichtiger Mann stand zwischen 2 Paravents an einem CD-Player und spielte Klaus Lage. DJ Murmel jagt geile Mucke durch die Boxen, sagte Hansi und sang mit. Hau rein, Murmel! Murmel war ein Freund von Hansi, ein Kollege, sagte er und vergaß dabei, das Mikrofon auszuschalten. Er war überall in der Bettenabteilung zu hören, aber niemand hörte ihm zu. Wir arbeiten bei solchen Events oft zusammen, Stimmung machen und so.
Hansi drehte am Glücksrad und zog weiter durch die Bettenabteilung. Manchmal verschwand er hinter Betten und Möbeln, seine Karussellansagen waren weiter zu hören. Plötzlich tauchte er bei den Cheerleadern wieder auf. »Na«, sagte er, »wie heißt du denn? Marie-Louise? Hast du einen Freund?« Hansi verschwand hinter einem Stapel Kopfkissen, Murmel spielte Heinz-Rudolf Kunze. Hansi tauchte neben Femerling wieder auf. »Wie groß ist der Kapitän?«, wiederholte Hansi, denn das war die Preisfrage des Tages. »1,15 Meter? 2,15 Meter? 3,15 Meter?« Hansi sah erwartungsvoll ins Publikum. »Ich glaube ja, 6 Meter. Ha!« Hansi hob den Daumen. DJ Murmel lachte. Und Femerling schrieb und ließ sich fotografieren, weil Autogrammstunden und Fototermine zum Beruf des Profi-Basketballers gehörten. Vielen Dank.